Die Wohn- und Bauentbregenz findet auch in diesem Jahr wieder auf der Werkstattbühne statt. Zum ersten Mal ist auch WOM mit dabei. Warum hat man sich in diesem Jahr entschlossen, hier mit dabei zu sein bei dieser Messe? Ja, es war so, wir haben uns also schon vor 3-4 Jahren dafür interessiert, haben aber längere Zeit jetzt warten müssen. Durch die Möglichkeit, dass ein anderer Mitbewerber diese Messe nicht mehr besucht, haben wir das jetzt realisieren können und sind jetzt am zweiten Tag mit dem Messeerfolg vorab sehr, sehr zufrieden. Natürlich kann man konkrete Auswertungen erst nach 14 Tagen, 3 Wochen dann liefern, aber die momentane Einschätzung unsererseits ist, dass es eine ganz gelungene und erfolgreiche Messe sein wird. Vielleicht kurz zusammengefasst, für was steht WOM? Was erwartet sich der Häuslebauer, der gerne ein neues Heim möchte? Was kann er erwarten von WOM? Die Firma WOM ist seit 2004 in Vorarlberg am Markt. Wir sind als Generalunternehmer tätig, planen und bauen individuelle Einfamilienhäuser. Das präsentieren wir auch am Stand, ebenfalls in unserer neuen Broschüre, die man jederzeit auch anfordern kann. Individuell bedeutet, die Situation wird dann das Grundstück angepasst, den Kundenbedürfnissen, Wohnbedürfnissen angepasst und letztendlich natürlich auch in der Ausführung, in der Ausstattung berücksichtigt. Erfahrungsgemäß ist es so, dass natürlich die Budgetsituation in Vorarlberg ganz unterschiedlich ist und wir also auch im Vorfeld immer versuchen, so gut wie möglich die Bedürfnisse zu analysieren, um auch kostenoptimiert und ausstattungsoptimiert das Ganze zu planen und umzusetzen. Kann man auch sagen, gibt es einen Trend, wo es hingeht oder? Ja, der Trend an und für sich kann man nicht so aktuell erkennen. Ich sage jetzt mal, diese moderne, klare Linie, wie WOM sie umsetzt, ist schon lange an und für sich etwas, was immer wieder gut ankommt. Was man aufgrund der aktuellen Preissituation erkennen kann, ist, dass man wahrscheinlich noch mehr über Wohnflächen optimiert, konkret also noch kleinere Wohneinheiten plant und den einen oder anderen Nebenraum, wie zum Beispiel Keller, in Zukunft teil oder gar nicht mehr macht. Aber kurz zusammengefasst, jeder wird bei euch glücklich. Wenn man so will, ja, wir versuchen unser Bestes zu bauen. Schlussendlich ist es natürlich ein Handwerk und bei einem Handwerk kann was passieren, aber wir geben unser Bestes. Und ich glaube, mit 67 bereits realisierten Häusern oder teilweise noch im Bau befindlichen Häusern haben wir in 4 Jahren sehr wohl Kompetenz bewiesen und das zeigt auch die Vielzahl unserer Projekte auf der Homepage und eben, wie schon erwähnt, die Anzahl der Häuser in unserer neuen Infobroschüre.